Herzlich willkommen im Förderzentrum Johann Heinrich Pestalozzi in Marienberg. Mit diesem Film möchten wir euch heute unsere Schule vorstellen. Hier stehen wir vor dem Haus 1. Aber zuerst haben wir noch ein paar Fragen an unsere Schulleiterin Frau Gastschick. Was ist die Förderschule Marienberg? Unsere Schule ist eine Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Wir sind eine Einrichtung des Erzgebirgskreises. Warum gibt es diese Einrichtung? An unsere Schule gehen Schülerinnen und Schüler, die einen festgestellten Förderschwerpunkt Lernen haben. Dieser wurde mit dem mobilen sonderpädagogischen Dienst überprüft und die Eltern haben dann entschieden, dass diese Schülerinnen und Schüler die Förderschule besuchen. Was ist denn das Besondere an unserer Schule? Im Haus 1 werden die Klassen 1 bis 5 unterrichtet und im Haus 2 werden die Klassen 6 bis 10H unterrichtet. Das H steht dafür für den Hauptschulgang. Im Moment lernen 250 Schüler an unserer Einrichtung. Wie viele Lehrer und Mitarbeiter sind hier tätig? An unserer Einrichtung arbeiten 32 Lehrkräfte, darunter eine Referendarin. Wir haben in unserem Hort Bergstadtkids 5 Erzieher und wir haben noch 17 weitere Mitarbeiter, die unseren Schulbetrieb am Laufen halten. Hallo, könnten wir von diesen 12 Lehrern eine Kopie haben? Einmal? Einmal, okay. Mein Name ist Ines Krehr, ich bin Leiterin des Hortes Bergstadtkids hier an der Förderschule in Marienberg. Zu unseren zahlreichen Aktivitäten bei uns hier im Hort, neben dem freien Spiel und der Hausaufgabenerledigung, zählen natürlich auch das monatliche Pausenfrühstück, monatliche Geburtstagsfeiern. Dann führen wir zweimal jährlich immer Experimentiertage durch.
führen Abschlussfeste mit der Klasse 4 dann am Ende des Schuljahres durch und gestalten natürlich immer ein buntes Ferienprogramm in allen, in den Ferien, wie jetzt auch in den Herbstferien. Mit der Schule arbeiten wir schon immer sehr eng zusammen und deshalb haben wir uns mit der Schule gemeinsam an dem Modellprojekt Ganztagspiloten beworben. Wir haben uns auch sehr gefreut, dass wir genommen wurden. Es wurden 11 Schulen aus ganz Sachsen ausgewählt und davon sind wir eine Schule und wir sind die einzigste Schule auch hier aus dem Erzgebirgskreis. Wir sind ganz gespannt, was das Projekt jetzt mit uns macht und wollen versuchen, unsere Erfahrungen, die wir die ganze Zeit schon gesammelt haben, an anderen Schulen weiterzugeben und erhoffen uns natürlich auch neue Optimierungsmöglichkeiten und neue kreative Impulse natürlich auch zu erhalten. Welche Abschlüsse können hier erworben werden? Ein Abschluss der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, ein dem Hauptschulabschluss gleichgestellten Abschluss und einen Hauptschulabschluss. Das war's zum Haus 1. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und jetzt kommt mit uns in unser Haus 2. Es ist gar nicht so weit weg. Ich bin die Frau Hinkel, ich bin die Fachleiterin vom mobilen sonderpädagogischen Dienst. Und ich möchte ganz kurz erklären, welchen Weg die Kinder gehen, die sonderpädagogischen Förderbedarf haben, bis sie bei uns an der Schule lernen können. Die Überprüfung kann in verschiedenen Art und Weisen stattfinden. Dort werden die Kinder beobachtet beim Lernen, in den Pausen. Es werden Tests durchgeführt und dazu wird dann ein Gutachten erstellt. Und die Eltern entscheiden dann, ob sie diesem Vorschlag nachgehen und wo das Kind dann gefördert werden kann. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Haus 2 des Förderzentrums Johann Heinrich Pest an der Zimmerienberg. Im Gebäude hinter mir lernen die Klassen 6 bis 10. Schauen wir uns einfach mal um. Wir haben die Möglichkeit, mit den Laptops auch bei uns in den Klassenzimmern jederzeit zu arbeiten. Wir üben gerade hier im Lernsachs, wie wir zu Hause Dateien machen können. Hallo, mein Name ist Timo Decker. Ich bin der Schulsozialarbeiter hier an dem Lernförderzentrum in Marienberg. Ich bin hier für die Kinder und Jugendlichen da. Das, was ich mache, ist, dass die Kinder und Jugendlichen zu mir kommen können, wenn sie Herausforderungen in ihrem Leben haben, aber auch einfach, um hier die Schulzeit ein bisschen entspannter zu genießen. Wir spielen sehr viel zusammen in diesem Büro. Wir gehen raus, spielen Fußball und fahren Fahrrad oder sonst, worauf die Kinder einfach Lust haben. Der zweite Teil, den ich in meiner Arbeit mache, ist, dass ich Klassentrainings organisiere, wo wir zusammen schöne Erlebnisse mit den Klassen haben oder Präventionsangebote, wo wir über den Umgang mit Drogen oder Medien reden.
Ihr seht, bei uns ist einiges los. Ich habe es fast geschafft, denn ich gehe in die Hauptschulklasse und mache dieses Jahr meinen Abschluss. Dann wird Platz für neue Schüler. Also wenn ihr neugierig seid, dann schaut doch gerne mal vorbei.